Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Ja, dem Moment des ersten Anschmeißen des Water Purifiers habe ich jetzt hier in die neue Folge verschoben. Pardon, also der große Moment, also ihr müsst leider einen Augenblick warten, bis wir den großen Moment hier gestartet haben. So, Interact. Wir nehmen den Bucket mit Unsafe Water und packen dann das ganze Zeug hier hinein. Mit schmutzigem Wasser. Legen das Ganze schon mal hier unten rein. Und dann Distill. Wir haben alles verbraucht. Wir haben Streichhölzer, Feuerholz und auch Tree Bark. Und nun Distill. Und wir erstellen 10 Liter frisches Wasser. Unser erstes frisch gemachtes sauberes Wasser. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Erst einmal ein bisschen ablegen, würde ich vorschlagen. Ein bisschen ablegen. Wir brauchen ein paar Schränke, ne? Ich sollte die Schränke und hier die Behälter von der medizinischen Station abholen, weil ich muss mich unbedingt ein bisschen entledigen. Wobei ich glaube, die Behälter waren auch voll, oder? Aber ich glaube, ich hole mal sie auf jeden Fall trotzdem mal kurz ab. Diverse Kisten. Da können wir auch mal ganz kurz mal eben kurz diese Holzkiste aus dem Laden holen. Wir wollten ja heute ja wieder mal ein bisschen unterwegs sein. Weiter erkunden. Dann nebenbei können wir mal ein bisschen weiteres Micromanagement betreiben, indem wir hier einfach uns ein bisschen Zeug für die Lagerung sammeln. Na komm schon. Ja, komm. Na komm schon. So. Wir packen dich auf den Wagen. Und zack. Das war nicht so geplant. So. Okay, wir können ein bisschen was einlagern. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit den Krempel, die man nicht so unbedingt braucht. Einmal Duct Tape. Ein Hämmerchen, das hier geht auch. Wir können theoretisch das erstmal alles ablegen, was wir erstmal überhaupt nicht brauchen. Der alte Bogen, den brauchen wir auch gerade nicht. Wir haben den Top-Bogen. Wo ist denn mein Superbogen? Habe ich den irgendwo abgelegt? Habe ich den Bogen abgelegt irgendwo? Ich vermisse gerade meinen Superbogen. Mein Zielbogen. Wo ist der? Hä? Wo habe ich ihn hingelegt? Habe ich ihn irgendwie auf den Boden geworfen? Ich bin gerade ganz irritiert. Wo ist denn der? Oh nein, ich muss wieder auf Loot Refresh drücken und ihn neu holen. Oder habe ich ihn irgendwo auf den Boden geworfen, weil ich Platz brauchte? Ach, da hinten wahrscheinlich, wo der Motor ist, ne? Da wollten wir sowieso mal hingucken, glaube ich. Das könnte eine einzige Möglichkeit sein, wo der sein könnte. Wir müssen den Motor eben kurz austauschen, weil der hier hält nicht mehr ewig. So, da liegt er noch. Aber, wie man sehen kann, ohne Bogen. Naja, ich bin wieder zu schwer, ich weiß. Ich bin wieder zu schwer und Durst habe ich auch, natürlich. Aber wir sind ja schon dabei, neues Wasser zu machen. Es gab in der Zwischenzeit übrigens einen Patch, einen Hotfix. Ich kann mal kurz lesen. Wir haben ja aktuell, haben wir jetzt gerade Samstag und wir haben gerade Bugfixes installiert. Water Purifier haben nicht richtig gearbeitet. Das ist wohl gefixt worden. Beim Fluss war wohl ein falsches Display-Command. So Schränke sind wohl durch den roten Twack durchgefallen. Und man konnte wohl... Ja, das war wohl ein paar Probleme mit den Locker allgemein. Und dann war da noch Reduce Stamina and Thirst Rate. Hat man jetzt weniger Durst? Also ich gehe das wieder ein bisschen gemächlicher. Ich bin mal sehr gespannt. Das würde mich sehr freuen, wenn das jetzt ein bisschen angepasst wird. Und dann haben wir noch Press Escape while Tutorial Page Display Freeze the Game and Metal Scraps White Bug. Ach, das ist das, genau das mit der Höhe, wo ich mich gewundert habe, dass man nur 3 mitnehmen konnte, ne? Ist das diese Korrektur? Und dann war da noch ein bisschen was mit dem Fischen
und Performance Fix wurde noch und ein Sky Mode Option Add. War das vielleicht das, wo ich mit der Kiste hochgeflogen bin? Ich bin nicht ganz sicher. Mein Englisch ist ja ganz wunderbar. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, was da jetzt genau mit gemeint wurde. Ich kann immer nur mutmaßen, weil mein Englisch ist einfach nur furchtbar. Wenn ich anfange, um Englisch zu reden, ich lasse es dann lieber doch sein. Ich würde gerne für die englischen User englische Let's Plays aufnehmen, aber es ist... Ihr solltet froh sein, da ich es nicht tue. Ihr solltet echt froh sein, da ich es nicht tue. Denn mein Englisch ist einfach nur noch einfach miserabel. Das möchte ich jetzt hier keinen antun. So, wir essen mal ein bisschen Dosengulasch. Und es regnet gerade. Wie gut, dass wir... Oh ja, die Kleidung. Ich muss die Kleidung abziehen. Sonst sind die gleich... die Prozentpunkte gehen da alle schnell weg. Und die Helme und die Rüstung und Co. sind mir einfach zu wertvoll, dass sie jetzt einfach so schnell jetzt abnehmen von den Prozentpunkten her. Aber weißt du was, komm ich damit. Wir finden genug davon. So, mal kurz gucken. Durst haben wir mal wieder. Dann können wir eben kurz noch mal ein paar Dosen Pfirsiche als Nachtisch zu uns nehmen. Da es ja eh gerade regnet. Eigentlich können wir ja auch den Mund aufmachen, oder? Eigentlich können wir ja auch einfach mal so machen. Ist schon geil mit dem Wetter, ne? Ist schon sehr cool. Wenn es dann irgendwann auch noch regnet. Oh, immer noch zu schwer, Mann. Aber haben wir doch kaum was viel wiegt. Was haben wir denn noch hier? Ein Speer, der 3 Kilo wiegt. Der wiegt 3 Kilo? Ernsthaft? Oh, leck mich doch am Arsch. Jetzt geht's. Na gut, wir wollen eben kurz den Motor auswechseln. 99%, das geht. Den anderen... Ah, hat schon wieder aufgehört. Wunderbar. So. Für die Reparatur. Oder fürs Recycling. So. Gut. Okay, wunderbar. Motor ist drin. Da können wir uns ja jetzt die anderen Behälter holen. Probieren wir ganz kurz. Wir wollten ja mal die Abkürzung nehmen. Hier war da irgendwo ein Weg, ne? Da, wo mal später eine Stadt erscheinen wird. War das hier? Wo war der Weg? Da, wo die Stromleitung lang führt wahrscheinlich. Da kommt plötzlich ein Weg. Okay, wunderbar. Wir erkunden weiterhin die Welt von Miss Survival auf den leichten Trampelpfad. Und es wird trotzdem nebelig. Es wird nebelig. Es ist schön. Es ist einfach schön. Ich habe genau den richtigen Moment ausgesucht, jetzt hier durchzufahren. Immerhin kann ich sehen, wo ich gerade noch bin. Da kommt die Straße. Nur fast halten wir in einem Haus an und übernachten dann einen Augenblick. Haben wir auf jeden Fall die Absperrung umfahren. Das ist schon mal ganz gut. Man muss nicht unbedingt sich in die Banditenarme begeben. Toll, gerade Motor gewechselt. Oh Mann. So, ich bin gespannt, ob da jetzt ein paar Banditen rumlaufen oder ob die Station im Augenblick unbesetzt ist. Der Wagen ist ein Traum in der Kurve. Eine super Kurvenlage. Und ich sehe welche, die schießen auf uns, verdammte Axt. Warum kann man die nicht umfahren? Warum kann man die nicht umfahren? Aus welchem Grunde? Was für ein Grund ist da bitte schön bei, dass man die nicht umfahren kann? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. So, wo kann man jetzt hier hochfahren? Hier war es, glaube ich. Irgendwo hier kommt man hochfahren. Hier war's. Da würde ich mal ganz kurz mal eben ins Haus rennen und da mal eben kurz mal nachten. Ach, na, hier war ja was, ja. Hier war ja was. Die Welt der Wölfe. Ach, nee. Wir haben aber ein Glück. Wir haben aber auch echt ein Glück. Oh, Halleluja.
Das ist auch ein nettes Haus hier, ne? Ich traue mich hier nicht, irgendwas zu bauen, weil ich habe das Gefühl, der Invictor plant hier noch ein bisschen was. Wenn ich hier irgendwas was aufbaue, das könnte vielleicht ein Problem werden. Ich weiß nicht so recht. Aber es ist schön hier. Man könnte sich hier was, alles schön frei. So würde ich mir das auf dem Bauernhof vorstellen. Einfach alles frei für uns, dass man da irgendwelche ein paar Häuser, ein paar Möbelstücke hinstellen kann. Bestes Wetter, sehr schön. So, ich bin gespannt, ob der Wagen wieder kurz vom Exodus ist. Ach, geht noch. So gerade haben wir Glück gehabt. Der Motor hat es wieder ein bisschen erwischt. Apropos, warte mal. Hier lag doch immer ein Eimer rum, oder? War hier nicht immer irgendwo ein Eimer? Hier lag irgendwo ein Eimer. Mann! Den haben sie weggeholt. Den haben sie hier rausgepatcht. Mann! Toll! Schnauze! Blöder Wolf. Mein Gott, ich hau ab hier. Das ist mir so blöd hier. Okay, die Banditen sind also grundsätzlich noch da. Wir müssen also echt aufpassen. Ich fahre mal kurz hier links rum. Mal kurz gucken, ob da irgendwas anderes ist. Bei der Baustelle, bei der Fabrik. Ob die da irgendwas Neues gemacht haben. Wir erkunden ja immerhin nur. Das ist alles leer hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kann man gleich reinfahren, glaube ich. So war es, glaube ich. So. Da war der Weg, genau. Da kommt man irgendwie rum. Frage ist es, ob es hier irgendwo irgendwas zu finden ist oder ob hier jetzt irgendwas mehr ist als vorher. Die Gegend war mehr tot damals, wobei man hier sehr gut Zement und Steine sammeln konnte bei der Baustelle. Aber sonst war die Gegend hier eher mau. Oh, Alter, ich bin der Beste. Ich fahre mit dem Wagen kaputt hier. Ich sah es jetzt schon mal. Das ist eine tolle Abfahrt hier gewesen. Tolle Abfahrt. Aber wir gucken uns das hier nochmal ganz kurz an. Alter! Hier scheint alles so zu sein, wie es war. Wenn es hier noch ein paar Gegenstände gibt, ist zusätzlich ein bisschen mehr Loot als vorher, dann wäre es auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. So, man. Da hinten kann man reinfahren irgendwo. So, hier war der Eingang. Eingang ist das Gegenteil von Ausgang. Die Tür ist auf. Mal gucken. Da ist ein wunderbarer Transporter. Ding, würde ich mir auch gerne mal mitnehmen. Das wäre mal cool. Mit so einem echt... Da kann man ja richtig viel reinpacken. Warum kann man so ein Ding nicht hier fertig machen? Das wäre ein Traum. Ganz ehrlich. Ich finde, das wäre ein Traum. Ich liebe es zu erkunden. Ich liebe es, in so Spielen zu erkunden. Und irgendwas Neues zu entdecken. Ist einfach nur herrlich. Aber leider ist jetzt hier alles noch relativ tot. Kann man sich theoretisch auch noch ein bisschen was als Basis aussuchen, aber auch diese Gegend wird wahrscheinlich irgendwann auch noch mal mehr belebter sein. Das Auto da vorne ist neu, oder? Das Auto da vorne könnte neu sein. Das war, glaube ich, vorher nicht hier. Hat auch kein Benzin drin. Oh, mit so einem Truck hier zu fahren, oder so einem Müllwagen zu fahren, wäre auch sehr cool. Alles leer. Hier gibt es weiterhin nichts. Hier gibt es weiterhin nichts. Außer viele Transporter. Die dazu einladen, einzusteigen und damit loszufahren. Toll, ein Reifen nicht für uns. Ah, das hat er zugemacht plötzlich. Das war noch vor kurzem noch auf.
vom Update. Da konnte man irgendwie hin und her, von da nach, von hier nach dort gehen oder so. Das war so ein kleiner Untergang. Ne? Das hat er jetzt zugemacht. Da kommt wahrscheinlich auch noch irgendwas. Irgendwann. Okay, er hat auf jeden Fall hier auch gearbeitet. Sonst hätte er ja den Bereich, den Durchgang nicht zugemacht. Er hat auf jeden Fall noch mehr geplant. So, kommen wir da hoch. Das ist relativ, hier ist einfach relativ totes Land. Ich glaube, hier ist alles noch sehr unfertig. Er hat auf jeden Fall was geplant, vermute ich mal. Das hat auf jeden Fall einen Sinn hier. Und wir haben weiterhin Durst, also so wirklich gepatcht wurde hier nichts, glaube ich. Also Durst mal weiterhin. Okay, also die Fabrik, die alte, ist definitiv noch relativ tot. Und die Baustelle ist halt weiter ein Ort für Steine und Beton, vermute ich mal. Da wird auch morgen nicht sein. Wir fahren natürlich trotzdem mal hin. Mal um zu gucken, ob wir nicht vielleicht überrascht werden. Auf jeden Fall kommt man hier relativ zügig an Zement kommen. Für die Garage braucht man ja eine Menge davon. Soll immer ein bisschen vorsichtig sein, weil er kann ja jederzeit hier ein bisschen ja, Gegnerspaß eingebaut haben. So, hier liegt auf jeden Fall liegt der Krempel rum. Weißt du was, wenn wir schon mal hier sind? Oh! Huch! Was ist denn hier los? Ja, ich glaube, die Baustelle ist doch gar nicht so wirklich. Oh, ich glaube. Ich glaube, wir sollten nicht hier sein. Es ist noch nicht ganz fertig hier. Ich glaube, wir sollten nicht hier sein. Noch nicht. Es ist gefährlich, hier zu sein. Ich glaube, es ist mittlerweile echt gefährlich. Vorher ging es, da war es nicht so. Okay, ich traue mich nicht darin zu gehen. Ich traue mich nicht darüber zu gehen, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich verrückt. Oh, Alter, never ever. Never ever geht das. Oh. Alter. Das ist ein sehr dünner Haufen, wir gerade drauf laufen. Eine sehr dünne Haut. Das ist eine verdammt dünne Haut. Dann können wir hier in der Baustelle, vielleicht im eigenen Gebäude, vielleicht mal kurz schlafen. Ich glaube nicht, dass hier Zombies großartig leben werden. Wir gehen gleich mal irgendwo rein und versuchen mal zu benächtigen. So, ich finde eine Menge Metal Scraps, finde ich gut. Und auch Komponente. Doch, ist schon recht dunkel hier, ne? Auch wenn die Batterie bald leer geht. Für euch, fürs Let's Play. Soll ich die Batterie mal kurz testen, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Geht auch schon echt schnell, ne? Die geht echt schnell leer. 42% jetzt schon. Alter. Ui. Warum geht die Batterie so schnell leer? Aus welchem Grunde? Jetzt schon 41%. Was ist mit einer Superbatterie? Was ist das für eine Superbatterie? So, hier konnte man irgendwo reingehen, ne? Hier konnte man irgendwo reingehen. Hier fehlt uns die Gegner bestimmt noch nicht. Ich penne mal kurz hier.
Ich penne mal ganz kurz bis morgens. Ich hoffe, wir werden nicht sterben, weil ich jetzt kaum... Ja. Scheiße. Tot, oder? Aber ich hab eine Chance gekriegt. Ich habe noch eine Chance gekriegt. Ich bin noch nicht ganz tot. Alter. Hui. Ich habe noch eine Chance gekriegt. Der Herrgott hat mich noch einmal, auf Erden gelassen. Kam in Nebel, war auch nochmal Holt. Aber Glück, dass ich noch ein paar Dosen dabei hatte. Junge, Junge. Boah, mit dem Dos ist aber wirklich, das ist aber wirklich, das ist aber ganz ehrlich, wirklich, darf ich das sagen? Ätzend. Das ist wirklich ätzend. Ein bisschen übertrieben mit dem Durst. So schnell durstig, also. Wir verlassen diesen Ort. Hol mal die Behälter. Mit Vorsicht, weil die Banditen ja da hinten wieder rumcruisen. Wobei, früh am Morgen, glaube ich, sind die noch relativ müde. Oder noch am Frühstücken. So, wir fahren Richtung Straße. Ich fahre mal eben kurz hier rum. Mal jetzt eben kurz gucken, was hier ist. Ob da noch irgendwas Neues gekommen ist oder ob die Straße wieder ins Nichts führt. Einfach nur mal, um zu sehen, was der Entwickler auch hier gemacht hat. So, und da hört's auf. Am Ende der Welt. Vom Mist Survival. Das alles kann irgendwann zum Mist gehören. Aber erst nochmal den Bereich da richtig ausbauen. Und irgendwann kann man dann weiter schauen. So, 10 Liter haben wir noch Benzin drin. Das scheint auch vom Verbrauch her weiterhin vernünftig zu sein. So. Ein neuer Tag, ein weiterer Tag in der Welt von Mist Survival. Wer baut da so eine Straßen, Alter? Okay, also bei Baustelle und Fabrik ist im Augenblick noch nichts Neues. Da waren wir auf jeden Fall jetzt auch schon mal. Gut zu wissen. So. Uah. Mensch, hör auf. So, Obacht. Obacht. Die Frage ist, es ist ein größeres Gebiet hier, ne? Laufen die Banditen jetzt auch bis hier? Früher ging das Ganze nur bis da vorne. Okay, wunderbar. Ich habe hier noch ein bisschen was drin. Die Waffe können wir einen von unseren NPCs geben. Das finde ich ganz nett. Die Flasche können wir auch einmal kurz wegtun. Aber machen wir es ein bisschen leichter. Unser Rücken wird es uns danken. So, nehmen wir mal eben kurz die Kiste mit. So. Ich kann sie gerade nicht sehen. Heißt aber nichts. Die können jeden Moment spawnen. Die können jeden Moment spawnen. Aber ich glaube, gerade sind sie weg. Gerade sind sie, glaube ich, weg. So, 2 Koffer haben wir. Vom Update gab es auch 2 Koffer. Einmal einen am See, wo wir immer gespawnt sind. Und einer stand da vorne, kurz vor der Absperrung. Neben einem Bus.
wenn man mal bedenkt, wie viele Koffer es früher gab in der Urversion und Taschen und alles mit dem Eis drauf. Da gab es eine Menge. Da gab es auch noch nicht den roten Wagen. Da musste man immer alles, wenn man eine Basis gebaut hat, alles zu Fuß transportieren. Das war, ja, das war richtiges Trainingsspaß. Vergnügen. So. Wir drehen uns die Kiste zurecht. Packen sie uns auf den roten Wagen. So, die Kiste kommt davor. Na, komm. Hallo. Dankeschön. Jetzt nehmen wir mal die Kiste. Hoch. Hoch. Alter. So, geht doch. Hä? Schweb. Schweb. So, kann man ein bisschen was mehr looten. Ich mein Haupthobby, mein Hauptmotto ist ja looten statt bluten. So. Wo ist denn mein einer Bogen hin? Wo habe ich den hingepackt? Ich könnte es in der Folge nochmal zurückgucken. Aber ich glaube, ich drücke mal eben kurz auf Loot Refresh und hole mal zur Not auf mal einen neuen. Weil das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Ach, guck mal hier. Haben wir auch noch das Papier und noch die, keine Ahnung, Spritze für irgendwas. Und doch eine weitere Hose. Wie sieht's aus? Den packe ich mal ganz schnell ab. Damit die ja nicht verschleißen. Die bewahren wir uns auf, wenn wir mal irgendwie mal einen Angriff starten oder so. Dann haben wir immer noch immerhin eine. So, wir laden nochmal ganz kurz durch. Überall mal durchladen. Vorbereitet sein für alles. Der ist noch. Der ist auch noch. Und der hier muss noch. Perfekt. Haben wir wieder ein bisschen was. Haben wir wieder ein bisschen was an Munition nachgeladen. So. Die Sniper-Muni. Ja. Ich guck mal, da ich jetzt mal den Scott befreie. Im Camp sollte auch ein Sniper sein. Das können wir als nächstes machen. Das Problem ist, sie können jederzeit spawnen, ne? Vom Himmel fallen. Muss echt aufpassen. Man kommt doch gar nicht mehr da durch, ne? Früher konnte man da so durchfahren. Jetzt haben die das hier zugemacht. Siehste? Oder? Komm, muss man jetzt hier so links fahren. Da geht's wahrscheinlich noch. Wir probieren es mal. Oh, hier geht's noch. Okay. Ich suche übrigens noch meine Kiste immer noch. Wo ist denn eigentlich die Kiste, verdammt, die ich mir da verloren habe? Wo ich meinen Höhlenflug gemacht habe? Ich vermisse noch mein... Hier! Da sind meine Sachen alle! Ja! Schön! Da sind die ganzen Sachen! Hallo, bleib mal hier! Da sind die Sachen! Hier bin ich gestorben! Das schwebt alles in der Luft! Alter! War alle auf dem Boden? Hier ist alles, was ich verloren habe, was ich mühsam gesammelt habe. Liegt hier noch rum. Wo ist die Kiste? Das ist ja nett. Und guck mal hier, kleiner Vergleich. Wir haben doch eine andere Waffe gefunden. Guck mal, diese M4A1 und die M4 Riffle. Das war die erste, die wir immer hatten. Und das war die neue. Deswegen, die klingt auch anders. Jetzt haben wir meinen direkten Vergleich gehabt. Wo die Kiste ist, weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass ich meine Sachen wieder gefunden habe. Cool. Warte mal. Warte mal. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht hilft es ja. Von hier aus die Kiste besser zu sehen. Aber ich glaube. Die Kiste ist weg. Oder die schwebt. Ah, hallo. Egal, komm.
Hauptsache, wir haben die anderen Sachen wieder gefunden. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Gefährlich hier, ne? Sehr gefährlich. Äußerst gefährlich hier rumzulaufen. Na, Seile können wir mal langsam mitnehmen. So, Loots Refresh haben wir gemacht. Vielleicht haben wir jetzt wieder ein neues Lütchen hier rumliegen. Bevor die Herren nach Hause kommen. Neues Papier, neues Papier. Das testen wir demnächst mal. Ob wir damit dann echt... Ah, ey, ein Stuhl! Ein Stuhl! Zwei Stühle! Ja! Halleluja! Mein Wunsch wurde erhört. Man kann hier auch Möbelstücke finden. Und die kann man, glaube ich, nicht bauen, oder? Warte mal. Warte. Das sind neue Stühle. Man kann die Stühle mitnehmen. Halleluja! Zum Rasten. Das ist ja geil. Und vor allem so schön bequeme Stapelstühle. Ich bin begeistert. Geil. Ja, die nehme ich doch sofort mit. Es war kein Thron, aber immerhin. Es ist kostenlos für mich. Das ist ja geil. Und dann haben wir ja noch bei einer rote Wagen. Jetzt haben wir noch eine Feuerstation. Die haben wir ja auch noch. Die können wir auch noch mitnehmen. Also, die ist schon draußen, ne? Die ist schon draußen. Schau an, das ist ein Anfang. Wenn wir jetzt noch einen Kühlschrank finden könnten und noch andere, einen Tisch und Stuhl und einen Stuhl und auch irgendwo noch ein anderes Bett. Geil, cool. Das gefällt mir gut. Es ist zwar wirklich nur ein Stuhl, aber es ist mein Stuhl und ich muss den nicht bauen. Es ist meins. Jetzt bin ich optimistisch, dass ich hier noch mehr finde. So, mit den Blättern probieren wir mal aus demnächst, wenn ich mal eine Feuerstelle gebaut habe. Da probieren wir mal demnächst mal aus. So, Loots Refresh funktioniert ganz gut. Das funktioniert ganz gut. So, wir brauchen eine Menge Krempe zum Bauen, deswegen nehme ich mal Metal Scrap und Komponente einfach mal mit. Brettchen eigentlich auch mal mitnehmen, weil die kann man auch gebrauchen. Was haben wir hier noch special? Nix, okay. Sieht so special aus. Altes Klo. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Medikamente ohne Ende. Auf jeden Fall, dass wir mal krank sein sollten. Können wir uns hier ein bisschen versorgen. So, die Bretter nehme ich gerne mit, weil... Oh, ja, bin schwer. Ich bin schwer, kann nicht rennen. Dabei trage ich erst... Wie viel? 69 Kilo. ernsthaft? 69 von 40. Na gut. Na gut, wir haben ja auch erstmal alles. Wir packen uns das Messen leer. Und ich glaube, da ist der Loot hier neu da ist, der neue Loot da ist, fahre ich mal kurz zurück und guck mal, ob ich den Bogen nochmal holen kann. So, eine neue Hose. Ein bisschen was zum Verbrennen. So, das ist auch schon voll. Wir brauchen eine neue Kiste dringend. So. Durst haben wir schon wieder ohne Ende. Schon wieder Durst, ey. Unfassbar. Wie schnell das geht. Rennen kann ich, das ist gut. Na, ich muss jetzt mal kurz umkehren. Und ich hoffe, dass die Banditen jetzt auch wegbleiben. Nicht, dass ich jetzt in dem Moment jetzt hier Probleme kriege. Oh, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Haut ab. Verschwinden? Scheiße. Das ist doch super. Ich bin ja sowas von talentiert. So, wenn wir jetzt noch Glück haben, sind die bei der Kirche auch nicht mehr so viele, wie damals, wo ich da war.
Ich frage mich, wo der andere Bogen ist. Ich habe den bestimmt noch auf den Boden geworfen und vergessen. Im Haus vielleicht oder so? Ich weiß es gerade nicht. So, das war, glaube ich, einfach nur eine Abkürzung. Wo ging nochmal der Weg hier hin? Wo ging es hier nochmal hin? Mal kurz testen. Ich glaube... Ah, okay. Da geht's irgendwo auch mal bei. Das könnte eine gute Verbindung sein. Zur alten Karte, weißt du? Verbindung zur alten Karte. Ich habe hier den Entwickler auch mal angeschrieben. Idee war, warum nicht einfach durch den Tunnel, der auf der alten Karte ja da hinten war, der es nichts führte, eine Verbindung in diese Karte hier reinzubringen. Den Gedanken hatte er nämlich auch. Also ähnlich hat er mir sowas so gesagt. Das wäre sehr cool. Wo geht's denn hier hin? Hier scheint... Oh nein, der Tunnelboss. Mir kommt direkt der Tunnelboss im Sinn. Den Tunnel gibt's also hier auch. Okay. Moin, Kollege. Okay, dabei bin ich jetzt überrascht. Das dachte ich, der Tunnel... War er immer schon hier? Auch damals im Update? Homecooking. Hier ist alles noch sehr hell. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz, wie es sein soll, glaube ich. Ich glaube, es kommt alles noch hier. Okay, hier kommt der Tunnelboss hin, hundertprozentig. Und da ist unser Freund. Der ist genau Copy and Paste. Da kommt die andere Welt. Alles klar, alles klar. Wir haben den Tunnel gefunden, der auf der alten Karte auch ist. Der ist also hier auch eingeführt. Alles klar. Das heißt, der Tunnelboss wird hundertprozentig auch hier eingebaut werden, am Platz, wo er sonst auch ist. Ach, du Heimatland. War der immer schon hier, der Tunnel? Aber der Bereich ist noch nicht zugänglich. Der kommt noch. Wie man sehen kann, oder? Qual? Wow! Ach du... Ich hab Gänsehaut. Kann ich wieder zurück? Da läuft er. Da läuft er. Scheiße. Da läuft er. Ich bin noch nicht bereit dafür. Scheiße, da ist der Tunnelboss. Und vor allem, man hat jetzt hier keinen richtigen Schutz. Allerdings, ich kann von hier aus vielleicht schießen. Wenn man den von hier aus... Wobei, das könnte eine Alphabahn sein. Genau hier könnte die Alphabahn sein. Der läuft wieder da, ne? Ach du Scheiße. Der läuft bestimmt wieder hier auf der rechten Seite. Okay, zurück geht's auch. Okay, von hier aus wird er uns auf jeden Fall töten. Wir haben keinen Schutz hier. Der wird uns hier töten. Wir werden auf jeden Fall werden wir uns. Oder wir können darum drauf gehen. Das geht natürlich auch. Der hat Munition am Arsch. Okay, wir wissen, wo er ist. Und wir müssen. Wir haben da keinen großartigen Schutz. Wie vorher, da wir uns da irgendwie verstecken können. Vor einer geschützten Wand. Okay, gut zu wissen. Der Tunnel ist, glaube ich, noch nicht so ganz, wie es sein soll, glaube ich. Und noch eine. Ach, guck mal einer an. Ach, wie schön. Ach, wie herrlich. Da plant er noch was. Entweder die Welt von der alten Karte als Verbindungsstück, was sehr, sehr geil wäre, auch sehr realistisch.
Dann könnte man nämlich echt sagen, okay, die ganze Arbeit der alten Karte wäre nicht umsonst gewesen, wenn man die beiden Karten miteinander verbinden würde. Wäre super geil. Mega cool. Würde ich so feiern. Weil der hat so viel Energie reingesteckt in die alte Karte. Die ganzen Locations, die man da hatte. Hammer. Okay, hier ist der alte Tunnel. Wunderbar. Gut zu wissen. War das schon mal hier? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Auf der Karte oberhalb der Old Factory ist einfach nur die Straße Ende. Okay, der Tunnelboss ist auf jeden Fall da. Das ist schön. Alte Bekannte. Also gibt es wahrscheinlich einen Übergang. Hoffe ich doch mal sehr, sehr schwer. Holla, die Waldfee. So, wo muss ich jetzt anhalten? Da war die Kirche. Ja, war das Haus. Da oben war die Kirche. Schon wieder Durst, Alter. Mann, Mann, Mann. Da war die Kirche. Wir brauchen unseren Bogen wieder unbedingt. Den Zielbogen. Die einzige Möglichkeit, wo ich einigermaßen mit umgehen kann. So, Banditen sind da. Mehr als beim letzten Mal, als ich hier war. Ich bin gespannt, ob ich jetzt irgendwie reinkomme, wie sonst auch. Aber so ging es eigentlich immer ganz gut. Und da unten steht gerade kein Bandit, aber da ist ein Wanderfeuer, der Bandit am Laufen tun. Ich muss also nur abwarten, bis er weg ist. Wunderbar. So, ich trinke mal kurz ein bisschen was, weil wir haben wieder, ja, erst einmal ein Snickers, für den Fall, dass man wieder länger dauert. Gönn dir mal ein Snickers. Und ein bisschen Dosenobst. Und für den Platz im Inventar einfach nochmal ganz, weil es so cool ist, eine Pepsi. Eine Pepsi. Wir machen keine Werbung hier. Snickers und Pepsi. So. Okay. Okay. Ich hoffe, der Bogen ist schon wieder da. Nicht, dass wir hier umsonst hingehen. Oh nein, da hinten steht einer. Da hinten steht einer. So random verteilt, oder? Da hinten steht einer random verteilt. So, als wenn er irgendwie nichts anderes zu tun hätte. Als da stehen wollen zu wollen. Ich könnte mich an den anschleichen. Messer habe ich noch, ne? Der steht so schön da. Hier kann man ja irgendwas Nettes von ihm abgreifen. Haben wir schon mal einen weniger. Hochkommen wäre nicht schlecht. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Hinterm. Boah, wie gemein. Der guckt genau in meine Richtung. Boah, Assi. Assi-Volk. So ein Assi. Und da ist noch einer. Im Baum. Willst du mich verarschen? Wieso sind die so versteckt? Was für eine Pest! Warum? Ah, ist da. Was ist das da vorne? Eine Höhle? Willkommen im Texturen-Wunderland. Okay, den kann ich mir nicht holen, weil hier irgendwo noch Fridolin 1 und 2 auf uns wartet. Okay, für das, was ich brauche, brauche ich aber nur freies Geleit. Nach da. Und da steht... Scheiße. Von wo? Von wo? Ich sehe ihn nicht. Ich war wahrscheinlich zu laut.
Also aufgeschreckt sind sie nicht alle. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh. Ich hab's nicht gesehen. Oh. Komm schon. Bei dich. Ja, alles wäre da. Wunderbar. Oh. Halleluja. Halleluja. Oh Mann. Ja, ja, natürlich. Mounting Part. Das Auto. Ja, ja, ist ja gut. Reg dich ab. Okay, da ist noch einer von denen. Wird zu voll, ne? Wird zu schwer. Wie schön, dass es gar nicht nervt. Wie schön, dass das Ganze gar nicht nervt. Bin ich voll? Ja, ich bin zu schwer. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Wie schön. Brauchen wir beide Teile? Ich glaube, wir brauchen nur eins, ne? Für die... Warte mal. Erstmal gucken wir das mal eben kurz hier. In Ruhe. In Frieden. Einmal löffeln. Ein bisschen eingekochte Tomaten. Halleluja. Man trägt so viel. Na ja, kurz schauen. Carbonpfeile. Fishing Rod. Wie viel wiegt das? 1,5. Ist nicht so viel. Ich kann nicht laufen. Mal kurz gucken, das kann ich noch weglegen. Die Bretter vielleicht, dann doch mal lieber. Jetzt geht's besser. Die Bretter kommen auch notfalls woanders. Dann lieber so. Dann lieber so. Eine Angel haben wir ja noch irgendwo, glaube ich. Okay, die Angel muss doch da bleiben, glaube ich, oder? Die Angel wiegt... Wo ist die Angel? Wo ist die Angel? Da ist die Angel. 1,5. Ja komm, wir haben eine eingesammelt. So. Essen. Ja. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir essen sie trotzdem mal. Bevor die hier vergammelt. Jetzt hoffe ich nur, dass ich irgendwie rauskomme. Ist irgendeiner, der ist aktiviert? Die anderen sind nicht aktiviert. Oh, natürlich. Also, dann können wir aber mal eben kurz, ganz kurz trinken. Abgestandenes Kanisterwasser, richtig lecker. Okay, immer noch so schwer. Ja, jetzt geht's. Okay, wir können also bis 60 können wir noch laufen. Bis 60 können wir noch laufen. Wir müssen kurz warten. Einer kommt dann auch, ne? Scheiß der Hund drauf. Scheiß der verdammte Hund drauf. Hauptsache weg. Ja, ist scheißegal. Hauptsache ich hab den Bogen. Ich hab den Bogen da, oder? Ja, ich hab den Bogen. Scheißegal. Hauptsache schnell weg. Wie gut das mit dem Fenster der Kirche noch geht. Ich hoffe, der fixt das niemals. Wenn ich erst die Banditen weghauen müsste, um da reinzukommen, das wäre für mich, ja. Halleluja. Nix wie weg. Hier spielt das schlechteste Gamer-Schütze und so weiter der Welt.
So, auf nach Hause. Und zwar mit dem Umweg. Nicht über die, ja, nicht über los, nicht über 4000 Dollar, sondern hier, links rum. Den ruhigen Weg. Allerdings ein bisschen weiter ausgedehnt, nicht, dass wir nachher noch Besuch bekommen. So, beide Stühle sind da, finde ich gut. So, dann können wir für den Stuhl ja auch jetzt ein Nebelrastmobil bauen, ne? Dann können wir die ganzen Kisten, die wir finden, aufs Auto packen als Lootmobil, oben drauf einen Stuhl setzen und wenn dann Nebel oder Nacht kommt und wir sind einfach irgendwo in der Wildnis, einfach oben drauf setzen und dann einfach warten. Das wär's doch. Das ist so eine Art Hochsitz, wa? Hervorragend. Hervorragend. Wir fahren noch. Wir fahren noch. Wie schön. Und wir fahren noch eine Zeit lang, weil das hat uns kaum was gebracht. Also kaum Schaden eingeholt. Finde ich gut. Was war das denn bitte? Was war das denn? Okay, alles klar. Oh Mann. Okay, der Wagen, der ist noch nicht so ganz, wie er sein soll. War er eigentlich noch nie so wirklich. Was hat er denn hier geplant? Die Stadt natürlich, ich weiß. Das Tiefbauamt ist schon in der Planung, in der Ausführung, in dem, was er hier noch geplant hat. So, weit weg von den Gegnern. Ich möchte nicht nochmal von den Viechern da verfolgt werden. Das war mir ein Vergnügen, ja. So, bau auf. SimCity. Bau alles schön nach und nach auf.